Das heutige Thema ist die übernatürliche Erhöhung des Menschen und die Ursünde. Erhöhung und Fall des Menschen, könnten wir sagen. Ich knüpfe mal kurz mit der letzten Stunde, wo wir über die Schöpfung gesprochen haben. Am Ende der Schöpfung haben wir über die Schöpfung des Menschen gesprochen. Und um nur mal kurz anzuschließen, haben wir gesehen, dass die ganze Herrlichkeit Gottes, ja, die Herrlichkeit der Dreifaltigkeit, ist eben in die Menschen hineinprojiziert worden. Der Mensch ist nach diesem Ebenbild, nach der Herrlichkeit Gottes erschaffen worden. Und so sagt der heilige Paulus an die Epheser in dem ersten Epheserbrief, dass Gott uns vor Erschaffung der Welt bereits auserwählt hat, damit wir heilig und tadellos in seinem Angesicht sind. Ut essemus sancti et immaculati in conspectu eius. Also diese Gottes-Ebenbildlichkeit, das, wie wir gesehen haben, ein Projekt ist, ja, ist natürlich gratis. Es ist ein Geschenk Gottes. Wir können das mit unseren eigenen Kräften nicht erreichen. Was hat aber Gott gemacht? Wir sind noch vor der Sünde in der Schaffung der Menschen. Hat uns gut erschaffen, hat sozusagen den Boden gut vorbereitet, damit wir empfänglich werden für die Gnade, für die Heiligkeit, für die Gerechtigkeit. So dass eben unsere Ureltern im Paradiese, Adam und Eva, die ersten Menschen, begnadet waren. Die hatten die heiligmachende Gnade und eine Reihe Gaben, die sie uns weitergeben sollen. Nehmen wir einen Vergleich, so wie wir von unseren Eltern die Genen bekommen. Ja, diese Genen waren sehr gute Genen, ja, dass wir eben die sogenannten, wir nennen das theologisch die Präternaturalia, die Mittel, die über das Natürliche hinausgehen. Welche waren diese Mittel, die in den Genen unseren Ureltern waren zum Weitergeben? Dass wir nicht sterben, nicht leiden. Zweitens, dass wir die Herrschaft über uns selbst haben. Wenn wir etwas wollen, wollen wir etwas nicht wollen, wollen wir nicht. Und Punkt, diese Herrschaft über sich selbst. Dass wir erschaffen worden waren, um eben mit der Gnade ausgestattet, um etwas aus uns zu tun, ut operaretur, damit wir arbeiten, damit wir es schaffen, also die Fähigkeit der Menschen zu schaffen, zu erschaffen, das ist natürlich auch der ganze Weg der Kultur im Unterschied zur Natur. Es war auch der sogenannte Zustand der Urgerechtigkeit. Das heißt, die Harmonie zwischen Mann und Frau, was natürlich wir heute manchmal schmerzlich vermissen, ne? Aber diese Harmonie zwischen Mann als Ergänzung, ja, das sind alles, wenn man so sagen will, die guten Genen, ich mache das Beispiel weiter, ne? Die guten Genen, die eben Naturalia, also über das natürlich hinausgehende Mittel. So wurde der Mensch erschaffen und mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, war er natürlich sehr gut in der Lage, die Gnade Gottes zu bekommen, um heilig zu werden, Ebenbild Gottes zu sein, in Gott wieder einzugehen. Das heißt, dass das Werk Gottes war im Grunde genommen, was den Menschen betrifft, ein Meisterwerk, ein Capolavoro, ein Meisterwerk. Jetzt passiert aber Folgendes, das ist jetzt nur zur Ergänzung und Anknüpfung an die letzte Stunde von der Schöpfung. Jetzt kommen wir zu dem Drama des Menschen. Das Drama ist die erste oder Ursünde, was Bestandteil nachher aller anderen Sünden ist. Der Mensch hat gesündigt, also der hat nicht das getan, was für ihn gut war, wofür Gott ihn vorgesehen hat.
hat sozusagen sich, weiß ich nicht, war er bewusst, wie hervorragend er ist. Und dann hat er einfach gesagt, okay, die Begrenzungen, die Gott mir gibt in meine Natur, die interessieren mich nicht. Ich möchte jetzt selber bestimmen, was für mich gut oder nicht gut ist. Also ein Verlust des Urvertrauens auf seinen Schöpfer, der ihn so gut gemacht hat. Aber natürlich sein Schöpfer, unser Schöpfer Gott, weil er so gut war, hat er den Menschen nach, nicht nur nach seinem Ebenbild, oder gerade weil es nach seinem Ebenbild war, frei gemacht. Das heißt, dieses Gutsein muss ein freiwillig gewolltes Gut sein, sonst ist es auch nicht einmal gut. Und da ist Gott bereit, einfach seine ganze Schöpfung zu riskieren, wenn es nötig ist. So sehr achtet er uns. Und jetzt kommt natürlich der Vater der Lüge ins Spiel. Wir haben, als wir letztes Mal in der Schöpfung über die Engel gesprochen haben, wie eben einige Engel oder viele Engel, das wissen wir nicht, eben nicht akzeptiert haben, dass sie Engel sind und eben sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und dieses sich gegen Gott auflehnen bei Geistern ist im Grunde genommen die Verdrehung der Erkenntnis, die Verdrehung der Wahrheit. Daher der Name Diabolos, Diabalein, das bedeutet durcheinanderbringen. In dem Sinne, dass das, was wahr ist, als falsch betrachtet wird, was Irrtum ist oder falsch ist, als richtig und gut. Ja. Und so wurde der Mensch einfach verwirrt und betrogen. Daher im Deutschen der Name Teufel, Vater der Lüge. Was war die Lüge des Teufels? Die Lüge des Teufels ist, den Menschen zu verführen oder verführt zu haben, den Zustand der Urgerechtigkeit, den Zustand des Gutseins zu verlieren. Und zwar mit einer Lüge. Die Lüge war diese, schau mal, um in dem Bild des Alten Testamentes, des Buch Genesis zu bleiben, Gott hat gesagt, ihr könnt von allen Früchten essen, bloß von diesem Baum nicht. Dieser Baum hieß die Baum der Erkenntnis. Ja. Ist natürlich für den Teufel schon wunderbar das Wort Erkenntnis. Aha, wenn du davon isst, dann werden sich eure Augen öffnen. Ihr werdet mehr erkennen. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Also ihr werdet wie Gott sein. Das ist die große Versuchung. Und wir können jetzt kritisch fragen, ist das Böse zu erkennen, ein Gewinn oder ein Verlust? Also wenn Gott den Menschen gemacht hat in diesem Zustand der Urgerechtigkeit, dass er eben nicht die Erfahrung des Bösen hatte, das war doch das größte Geschenk, das Gott einen machen sollte. Und Freiheit bedeutet nicht, das Böse zu tun, das ist absurd, das ist Selbstschädigung. Als würde ich zum Beispiel frei sein, wenn ich anfange, Drogen zu nehmen, Kokain zu nehmen, womit ich meine Gesundheit, sei es leiblich wie auch geistig, zerstöre. Ich kann das nicht Freiheit nennen. Ich werde natürlich sowieso abhängig von der Droge, aber unabhängig davon. Ich werde zunächst einmal nicht frei, weil ich sage, ich nehme etwas, um mich kaputt zu machen. Wieso soll ich das denn machen? Ist doch sowas von absurd. Freiheit bedeutet, das, was ich tun soll, um eben in der Gottesebenbildlichkeit zu wachsen, nicht als ein Mechanismus der Natur, sondern als jeweils ein freiwilliger Akt zu tun. Das ist natürlich die Freiheit. Immer zu meinem Gunsten, zu meinem Wachstum, aber doch nicht zu meiner Zerstörung. Das ist doch keine Freiheit, das ist doch Blödsinn. Ich kann doch keinen Drogenabhängigen frei nennen. Der ist im Grunde genommen ein armer Kerl. Und jede Sünde ist so eine Art
Beginn eines Achterbahns nach unten, Beginn einer Rutschbahn. Weil eine Sünde mich schwächt, mich der Sünde näher bringt und damit rutsche ich noch schneller und eine zweite Sünde und eine dritte und am Ende bin ich sozusagen wirklich heruntergerissen und von Freiheit ist überhaupt keine Spur. Ich werde, wie könnte ich es mal sagen, Sklave, abhängiger von der Sünde. Das ist die große Lüge des Teufels. Den Urmenschen gesagt zu haben, also tue das, was Gott dir gesagt hat, nicht. Mach was, das Gegenteil und du wirst sehen, dann wirst du wie Gott sein. Nein, du wirst einfach ein armer Mensch. Was waren dann die Folgen? Dass die Natur natürlich beschädigt war. Alles, was Gott gemacht hat, da habe ich freiwillig beschädigt, genauso wie ich meine Gesundheit mit der Droge beschädige. Die Gesundheit, die Natur ist gut. Ich kann dadurch auch zerstören mit diesen Substanzen. Der Mensch war mit dieser Sünde nicht verdorben, wie glaube ich manche im Protestantismus sagen, wohl aber sehr verletzt und sehr geschwächt. Der Wille war eben mit einer leichten Neigung zur Sünde. Die Sinne gehorchten nicht mehr den Verstand. Das, was wir gesehen haben als eine der Präternaturalia, Herrschaft über sich selbst, das war verloren. Der Mensch, der sollte eben jetzt wie Gott sein, der hat die Herrschaft über sich selbst verloren. Eine Sünde gebiert die andere. Und am Ende natürlich ist mit der Sünde auch der Tod in die Welt gekommen, der Eingang in die Geschichte gefunden. Und vom Staub herkommen, dann kehren wir wirklich zum Staub zurück. Wir können sagen, okay, Pech für meine Ureltern, Pech für Adam und Eva, aber was habe ich denn jetzt damit zu tun? Ich habe nicht gesündigt. Ich habe nicht gesündigt im Sinne vom Subjektiv. Ich habe keine Schuld in dem Sinne begangen, weil ich eben, aber ich habe die Gene meiner Ureltern geerbt. Genauso wie ich jetzt eine konkrete Krankheit gehabt habe, weswegen ich operiert werden musste, eine Stenose, die entstanden war hauptsächlich Vererbung. Das ist die erste Ursache, eine Prädisposition der Vererbung zu einer Verengung der Halsschlagader. Und damit kann ich natürlich einen Hirnschlag bekommen, also operieren. Aber ich habe doch nichts gegen getan. Ich habe das nicht gefördert, ja, aber ich habe es geerbt. Pech, ja, Pech, aber das ist nun mal die Menschennatur. Im Physischen, je mehr Genetik wir kennen, desto klarer wird es, wie viele Krankheiten geerbt werden. Übrigens auch viele positive Sachen. Wir haben auch von unseren Ureltern so viel Positives bekommen. Aber jetzt, wo wir bei der Sünde sind, wir haben diese Immunschwäche, wenn wir das auch nennen wollen, oder diese Stenose, wie auch immer. Wir haben das einfach geerbt. Das bedeutet, dass die Nachkommenschaft zwar keine persönliche Schuld hat, aber die Natur ist geschwächt. Die Natur ist nicht in der Lage, eben im vollen Umfang sich der Gnade Gottes zu öffnen und von der Gnade Gottes sich durchtränken zu lassen. Deswegen ist die Taufe so wichtig. Die Taufe, die wir gesondert natürlich behandeln werden, ist im Grunde genommen das Sakrament, das mir das Leben der Gnade zurückgibt, ja? Auch wenn natürlich die Folgen der geschwächten Natur bleiben. Aber Gott sei Dank, mit der Taufe habe ich eine Gegenmaßnahme. Ich habe eine Impfung. Ich bin geimpft,
Während, wenn ich keine Taufe habe, bin ich wirklich diesen Schwächen ausgesetzt. Ja. Aber zu wissen, dass auch mit der Taufe die Neigung zu sündigen, die Schwäche bleibt. Ne? Ich habe zwar eine Gegenmaßnahme, muss ich die aber natürlich aktivieren. Hm? Wichtig ist, dass ich eben diese, dass ich dessen bewusst bin, dass ich schwach bin. Das ist übrigens sehr gut, diese Erkenntnis, um mit uns selber, aber auch mit anderen Menschen Verständnis zu haben. Wenn wir Aufgaben der Erziehung, der geistlichen Begleitung übernehmen, zu wissen, dass es nicht genügt, einem Menschen eine Sache deutlich oder sehr verständlich gesagt zu haben, damit er das wirklich regelmäßig tut. Oder bewiesen zu haben, dass dieser Weg zur Sünde nicht gut ist, dass er das verstanden hat, das ist nicht ausreichend. Wir müssen diese Person begleiten, Verständnis haben. Seine Natur, meine Natur ist schwach. Wir haben zwar die Mittel, aber wenn wir die nicht gut anwenden, auf jeden Fall wichtig ist Verständnis für uns, Verständnis für die anderen zu haben. Also nicht verzweifeln, wenn wir nicht auf den Weg der Heiligkeit so schnell vorangehen, wie wir uns das wünschen, für uns und für die anderen. Ja, als wir über die Schöpfung gesprochen haben, haben wir natürlich die Theodizee-Frage gestellt. Wieso erlaubt Gott das, dass der Mensch so bescheuert ist, dass er sich einfach von dem Teufel den Kopf verdrehen lässt? Und bis zum heutigen Tag, wie oft lassen wir uns bei jedem Verkäufer von Ideen oder von wem auch immer den Kopf verdrehen? Wie kann Gott so etwas erlauben? Und wir hatten gesehen, glaube ich, anhand vom heiligen Augustinus oder Thomas, auch Thomas von Aquin, dass Gott eben das Böse nicht erlauben würde, wenn er nicht daraus etwas sehr Gutes ziehen würde. Und das hat in diesem Falle Gott meisterhaft hinbekommen. Also wir haben die Verbindung zu Gott gekappt. Wir waren richtig ohne Leben, als würde ein Kind im Mutterschoß einfach die Verbindung zur Mutter abgebissen und zerstört haben. Dann kann er selber nicht überleben. So waren wir mit der Sünde verdammt zum Nicht-Überleben, weil uns die Verbindung mit der Nahrung und mit dem Leben von uns selber auch zerstört, zerschnitten war. Jetzt kommt Gott, wird einer von uns und repariert diesen Kabel. Das, was wir zerschnitten haben, fliegt er zusammen. Ja. Und wenn Gott etwas macht, macht er das natürlich so, wie wir Menschen uns das nicht mal erträumen können. Also der hat das so gemacht, dass wir uns noch besser stehen als vorher. Warum? Weil wenn Gott selbst Mensch wird, das werden wir demnächst noch genauer studieren, aber wenn Gott selbst Mensch wird, nimmt er unsere Natur an. Das heißt, diese genetisch sehr kranke Natur nimmt Gott auch auf sich. Und natürlich bei Gott gibt es keine Schwächen. Also wenn Gott etwas übernimmt, macht er daraus was Fantastisches. Und dann zieht er uns auch ein. Wollen wir der Einladung Christi folgen und sein Menschsein auch in uns verwirklichen, dann werden wir zu einem neuen Leben geboren. Und das wird sakramental in der Taufe stattfinden. Also wenn eine Person getauft wird, wird er zu einem Leben der Gotteskindschaft geboren. Das muss man sich wirklich überlegen. Die zweite Person der Dreifaltigkeit wird Mensch.
der Sohn Gottes. Und wir werden mit ihm eins, weil er einer von uns geworden ist. Wenn wir uns von ihm anziehen lassen zu seinem Leben als Gottmensch, werden wir in ihm zu Kindern Gottes, so wie er Sohn Gottes ist. Das muss man sich langsam auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet, dass wir im Grunde genommen im Vergleich mit vor der Sünde, wo wir ausgewählte Geschöpfe waren, mit Präternaturalien, mit Gaben, die über das Natürliche hinausgehen, war alles wunderbar, wird es überholt durch Kind Gottes sein. Wir gehören jetzt zur Familie Gottes, und zwar mystisch und mit der Taufe sakramental. Wir sind, wie der heilige Paulus an die Epheser schreibt, Domestici Dei. Also wir gehören zur Familie Gottes, wir gehören dazu, wir sind Hausgenossen. Wir gehören zu seiner Familie. Deswegen spricht auch Paulus im 2. Korintherbrief von einer neuen Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, sagt er an die Korinther. Ne? Und an die Galater schreibt er, in Christus gilt eine neue Kreatur. Und das ist natürlich jemand mit einer schwachen Natur, geschwächten Natur, das bleibt. Und gleichzeitig eine Erhöhung. Eine Erhöhung zur Gotteskindschaft, die Folgendes mit sich bringt. Dass wir stärker gebunden sind an was? An die Gnade Gottes. Und das wird konkret in den theologalen oder göttlichen Tugenden versinnbildlicht. Nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind die drei Tugenden, die wir in der Moral gesondert studieren werden. Das heißt, ist eine richtige Teilhabe am göttlichen Leben. Glaube ist dieses Vertrauen, totale Vertrauen auf Gott, wie Christus seinem Vater Gott immer in allem vertraut hat. Hoffnung auf unsere Erfüllung, wenn wir diesen Weg mit Christus gehen, also die Sicherheit des Erreichens unseres Zieles, und dann die Liebe, das ist das sowieso alles prägt. Und das alles eingegossen von Gott. Und das ist in der Taufe uns gegeben. Natürlich in Keim. Und wir haben das ganze Leben vor uns, das wie gute Gärtner zum Blühen zu bringen. Aber die Samenkörner sind in der Taufe schon gefallen. Und das ist ein Qualitätsunterschied, sondersgleichen als früher. Darüber hinaus empfangen wir durch die Taufe auch die Gaben des Heiligen Geistes. Das sind über diese Tugenden hinaus die Gabe der Weisheit, der Einsicht, des Rates, das heißt die Fähigkeit, übernatürlich zu denken, so denken, wie Christus gedacht hat, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen, mehr sehen, tiefer sehen. Auch die Gabe der Stärke, um eben alle Anfechtungen, die wir haben, durchzustehen. Häufig höre ich Leuten zu sagen, ja, das Christentum ist schwierig oder meine Lebenssituation ist sehr schwierig. Und ich kann nur sagen, ja, einverstanden. Aber wir rechnen mit einer Kraft, die wir eben benötigen, um überhaupt durchzustehen. Dass die Leute manchmal das nicht durchstehen, verstehe ich, weil die eben nicht zugegriffen haben, diesen Glauben, diese Gnade, diese Kraft nicht haben. Und das ist in dem Fall die Gabe der Stärke. Die Gabe der Gottesfurcht ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Wir werden die einmal alles systematisch durchgehen. Aber die Gottesfurcht ist sehr interessant. Das ist das, was unsere Ureltern verloren hatten. Statt zu sagen, ich will wie Gott sein, Gott und ich, wenn überhaupt Partner, Gottesfurcht bedeutet das Staunen
auf die Knie fallen vor dem Mysterium Gottes und wissen, ja, du bist mein Schöpfer, du stehst über mir, ich kann mit dir nicht so rumspielen. Und gleichzeitig haben wir aber eine sehr herzliche Beziehung. Aber du bist Gott und ich bin das Geschöpf. Das ist eine Gabe, die im Grunde genommen mich auf meinen Platz bringt, auf die Wahrheit meines Seins bringt. Ja, die Einwohnung der Dreifaltigkeit in uns, das ist im Grunde genommen die Taufe. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist nehmen Wohnung in uns, ja, und, oder wie es so bei Paulus heißt, schlagen ihren Zelt bei uns auf und da richten sie sich bei uns an. Das ist das Gute, das Gott aus der Sünde herausgeholt hat. Ja, was können wir schließlich sagen über die konkreten Folgen für mein Leben? Was hat das mit mir zu tun, diese Erkenntnis von der Erhöhung des Menschen durch die Schöpfung, der Fall des Menschen durch die Sünde und wieder die Heilung des Menschen durch die Erlösung? Dass wir im Grunde genommen, wir sprachen schon davon, vor Gott auf die Knie fallen und anbeten. Aber jetzt schreien wir, sagen wir so, brechen wir auf in einem Gesang der Dankbarkeit. Also, was Gott mit uns getan hat, war überhaupt nicht nötig. Der war zu gar nichts verpflichtet. Es ist eine ungeheuerliche Gabe der Großzügigkeit. Also in uns weckt das große Dankbarkeit. Also die Anbetung bereichert sich mit der Dankbarkeit. Und dann natürlich, aber das haben wir schon besprochen, die Demut. Die Demut, die bedeutet, ich erkenne dadurch besser meine Wahrheit, die Wahrheit über mich selbst. Das heißt, sehr schwach, schwächer als Sünder und gleichzeitig groß als Kind Gottes. Ist das möglich? Das ist die Lösung gegen den deutschen Perfektionismus, der übrigens nicht so deutsch ist, ist, glaube ich, anthropologisch allgemein. Entweder bin ich der Beste und alles ist makellos bei mir oder bin ich die größte Katastrophe auf dieser Welt. Beides ist falsch. Es ist Perfektionismus. Ich bin ein schwacher Mensch, der aber von Gott nicht fallen gelassen worden ist, sondern mir alle Mittel zur Verfügung gestellt hat, und das ist angefangen von der Taufe, allen Sakramenten, um eben meine Größe als Kind Gottes auszuleben, richtig groß werden als Kind Gottes, trotz und mit meinen Schwächen. Das ist auch Demut. Das heißt zu wissen, dass ich jetzt nicht der Supermensch geworden bin durch die Taufe, sondern ich bleibe ein sehr schwacher Mensch, aber mit großen Perspektiven und mit konkreten Hilfen für den Alltag. Ja. Diese Wahrheit über uns selbst ist letzten Endes Christus und der befreit uns. Deswegen sagt er, und nicht das, was der Teufel sagte mit der Erkenntnis von Gut und Böse. Mich befreit die Wahrheit über mich selbst, das anzuerkennen und zu akzeptieren. Und deswegen haben wir ein großes Vertrauen auch auf Gott. Was kann einem Kind passieren, der letzten Endes sich in den Händen seines Vaters weiß? Also der sich einfach sicher fühlt. Und das ist eben, was auch der, glaube ich, der heilige Paulus sagt, für alle, die Gott lieben, alles gereicht zum Guten, omnia in bonum. Ja. Wenn wir wachsen im inneren Leben, da wir Tempel des Heiligen Geistes sind, der gesamten Dreifaltigkeit, die Dreifaltigkeit hat ihre Zelt bei uns aufgestellt, dann ist häufig im Gebet sehr interessant, sich an die einzelnen Personen der Dreifaltigkeit zu wenden. Heute unterhalte ich mich mit dem Heiligen Geist, morgen mit Christus besonders, übermorgen wage ich es auch schon zum Vater. Das heißt, dieses sich beschäftigen im Gebet mit den einzelnen
Personen der Dreifaltigkeit ist kein Kinderspiel, das ist im Grunde genommen tiefe Theologie, denn das macht mein Verstand, meinen freien Willen, meine Liebe aus. Und ich beschäftige mich mit dem Vorbild all dieser meiner im Grunde genommen Charakteristiken.